Hallo meine Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, es ist ein neues Video von der 30-Tage-Challenge Glücklich sein. Und zwar haben wir Tag Nummer 17. Es geht um das Thema Ich mag mich. Ich mag mich. Eines ist klar, wer sich selbst nicht richtig schätzt, wird auf Dauer kaum glücklich werden. Schreibe deswegen heute alle Dinge auf, die du an dir magst oder auf die du stolz bist. Lass dir Zeit dabei und überlege auch im ganz Kleinen. Notiere mindestens 10 Punkte und fahre mit der Liste so lange fort, bis dir nichts mehr einfällt. Trage die Liste anschließend mit dir. Vielleicht fallen dir im Laufe des Tages ja noch weitere Eigenschaften und Fähigkeiten ein, an die du zuvor nicht gedacht hast. Freue dich über das, was du bist und kannst. Ja, eine wieder tolle Aufgabe, wie ich finde. Und ich habe total viele schöne Punkte gefunden. Also ich habe die Aufgabe im Vorfeld schon absolviert quasi. Und ich dachte, ich lese einfach mal den ein oder anderen Punkt vor, den ich für mich quasi, ja, toll fand oder, ja, den ich dachte, es wäre vielleicht für euch interessant oder auch Anregungen für euch, ja, ich fange einfach mal an. Und zwar, ich habe einfach angefangen, das Erste, was mir eingefallen ist, ich mag meine langen Haare. Ich mag, dass meine Haare gelockt sind, das steht mir besonders gut. Das ist mir so in dem ersten, das war so mein erster Gedanke, der mir in den Sinn kam. Weil früher war ich sehr unglücklich mit meinen Haaren und habe sehr viel rumexperimentiert. Ich hatte sogar mal grüne Haare und auch pinke, blaue, grün. Habe sie sogar mal ganz, ganz kurz getragen. Also so richtig so, habe sie mir abrasiert und also wirklich so, so tschup. Und jetzt trage ich sie sehr lang und das gefällt mir. Meine Naturlocken sind endlich wieder da. Ich glätte sie mir jetzt nur noch sehr, sehr selten, weil ich einfach sehr zufrieden damit bin, so wie sie sind, wie sie fallen und ja, das macht mich glücklich. Ja, ich mag meine Augen. Das ist mir dann als nächsten Punkt so eingefallen. Ich mag sie eigentlich schon immer, war nie unzufrieden und ja, dann ist mir direkt auch eine Eigenschaft eingefallen. Ich bastel sehr gerne und dann ist mir eingefallen, so, ja, ich mag, dass ich kreativ bin, also dass ich mich da immer so austobe. Und dann war da noch so etwas, ich mag es zu lachen, es macht mich glücklich. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal richtig traurig seid oder so, wenn ich dann jemanden zum Lachen bringt oder so, oder dann kommt jemand um die Ecke und grinst euch an und es all eure Sorgen sind dann so einfach vergessen, als wäre irgendwie nichts passiert oder als, ich weiß nicht, als könnte man für einen Moment so seine Sorgen einfach vergessen und ich mag es einfach, solche Momente, wo man einfach lacht oder wenn Emma mal wieder irgendwelche Faxen macht, das ist so, so witzig, dann habe ich das Gefühl, so mein Leben ist gleich wieder ein bisschen leichter und dann sie bringt mich immer zum Lachen oder zum Lächeln, ich weiß nicht. Es ist, ich mag das. Ja, ich habe auch ganz einfache Sachen aufgeschrieben, dass ich es mag zu kochen und oder dass ich mag es mich zu schminken. Ich finde, dass ich halt mit Schminke und auch ohne Schminke sehr hübsch aussehe. So einfach so solche Anregungen. Oder generell, ich habe geschrieben, dass ich mag meinen Körper. Das war mir sehr wichtig, weil ich sehr, sehr lange Zeit sehr große Probleme hatte mit meinem Körper und mich
sehr viel damit auseinandergesetzt habe und mittlerweile mag ich meinen Körper. Und das war für mich ein sehr langer Weg dorthin. Und ich glaube, wenn man sich selber in seiner Haut wohlfühlt, ist man generell viel glücklicher. Also, ja, ich mag mein Organisationstalent. Ich organisiere Dinge für mein Leben gern. Also ich schreibe immer ganz viele Listen, was muss ich noch organisieren, so was ich so, diese To-Do-Listen, diese berühmten, ich liebe sie, so yay. Oder diese ganzen Haushaltslisten, Einkaufslisten, ich schreibe alles auf. Ich mag Dinge aufzuschreiben, deswegen, ich habe hier auch meinen dicken Blog, der ist schon wieder zur Hälfte voll, weil ich liebe es, Dinge aufzuschreiben und Listen anzufertigen. Und es muss nicht immer alles so werden, wie ich es organisiert habe. Oder natürlich sind im Leben immer irgendwelche Überraschungen und meistens passiert es auch immer ein bisschen anders, als man es geplant hat. Aber ich mag es, wenn man so ein bisschen einen gewissen Plan hat. Wenn man irgendwo hinfährt oder wenn man irgendwas machen möchte, dann so komplett ohne Plan, dann habe ich das Gefühl, es entsteht Langeweile oder man weiß nichts mit sich anzufangen oder ich weiß nicht. Das ist wie, wenn man zum Kindergeburtstag hinfährt und derjenige hatte nie irgendwas geplant. Und dann hatte ich meistens schon als Kind so einen Plan von meiner Mutter, so ja, man könnte ja Topf schlagen oder die und die Kinderspiele machen. Und keine Ahnung, ich hatte immer so voll den Durchblick, schon als Kind. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere das ja auch. Ja, dann, ich mag es, dass ich gut mit Finanzen umgehen kann. Das kann ja auch nicht jeder so mit Geld umgehen. Oder hat das auch nicht jeder gelernt. Ich mag meine innerliche positive Einstellung. Dass egal wie blöd oder schlimm irgendeine Situation ist, irgendwie finde ich immer so diesen kleinen, klitzekleinen, positiven Lichtstrahl am Himmel. Ich bin einfach so geschaffen, dass in jeder Situation irgendwas Positives für mich drin ist. Und ich denke mir immer auch, selbst wenn ich dieses Video drehe und kein einziger sich das anguckt, von diesen Menschen auf diesem Planeten, außer ich selber, und nur ich selber einen Schlussstrich aus diesem Video rausziehe für mich, dann ist da ja schon was Positives passiert, weil für mich, ich habe etwas Positives oder ich habe was gelernt aus diesem Video. Dann ist das was Positives. Und wenn ein anderer sich das anschaut, ich weiß ja nicht, Zuschauer, oder wenn du was daraus gelernt hast, dann aus meinem Video, ja, dann ist es wieder was Positives. Und wenn zwei Leute was gelernt haben, dann ist es noch positiver so. Und ich sehe immer irgendwas Positives. Also kann zum Beispiel das, dass ich dieses Video drehe, entsteht nur etwas Positives. Selbst wenn jemand jetzt ein negatives Kommentar unter diesem Video postet, ist es für mich nichts Schlimmes, weil was möchte dieser Mensch mir sagen? Ich frage mich dann so, ich kann nur daraus lernen. Also, versteht ihr, was ich meine? So, das ist, ich denke, man kann aus jeder Situation irgendwas lernen und irgendwas Positives für sich finden. Und ich denke, die Resonanz ist dann irgendwann, klar, wenn nur noch Hate-Kommentare sind, dann werde ich irgendwann auch keine Videos mehr drehen, aber oder wahrscheinlich nicht mehr veröffentlichen. Drehen vielleicht schon, aber wie gesagt, nicht mehr veröffentlichen. Aber ja. Naja,
Ich denke, der Grundkern meiner Aussage war ja, dass ich in jeder Situation etwas Positives sehe und halt wie hier auch. Ja, das war jetzt auch schon mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht hast du ja auch Lust, eine Liste zu schreiben darüber, was dir an deinem Körper oder an deinen Fähigkeiten gefallen, für dich selber oder auch für die Welt da draußen. Ich weiß ja nicht, ob du Lust hast, das auch unter den Kommentaren einfach hier unten drunter zu posten oder einfach nur für dich selber. Ich habe ja jetzt meine Liste auch so ein bisschen den einen oder anderen Punkt mit euch geteilt. Manche Dinge will man ja auch für sich privat behalten. ja, wenn dir, wie gesagt, das Video gefallen hat, hinterlass doch ein Like. Dann auf Wiedersehen. Tschüss!